Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek Online. Und wir sind in unseren Lieblingsmissionen auf Nimbus. Auf Sag Nimbus. Hallo. Hallo. Ja. Hallo. Ja, braver Hallo. So, komm, spring mal hier in die Löcher rein. Ja, spring mal in die Löcher rein, da kann ja jeder kommen. Warum? Erstmal hier schön in den Rücken schießen, wenn man reinkommt, das macht's immer Wollen gut. Wir uns nicht mehr auf eine Zelle immer konzentrieren? Warum? Weil die dann ohne BOs doch ein bisschen härter sind ab und zu. Komm, ich stelle dich nicht so an. Zumindest in dem Level. Ne, das sind schon ein paar dicke Wurmer drin, die muss ich schon... Und vor allem, wenn man da so gebündelt von 5, 6 Gegnern hier was abkriegt, dann merkt man das. Eieiei. Du musst aufpassen, dass die nicht in die Flanke reinhauen. Ja, die haben mich eher in die Ecke gedrängt. Ich warte gerade auf, dass ich gerade mal Cooldown zurück habe. Oh, ich hab's geschafft. Mit fast, ja. Fast tot. Brauchst du Hilfe? Nur jetzt passt. Sehr schön. So, ich habe hier schon mal ein paar befreit. Alter, ist da echt hinter mir noch einer? Was soll denn das? Sag mal, du als Tagtiger, du müsstest doch hier eigentlich voll abgehen wie ein Zäpfchen. Ich bin hier gerade von hinten wieder angegriffen worden. Die sind echt aus dem Nachbarraum gekommen und so im Exer hier rübergekommen. Ja, bei mir auch gerade. Ich glaube hier einfach mal so ein Plünderer um. Alter, meine Gesundheit ist gerade bei 1 gewesen oder sowas. So, ich habe einen zweiten Raum leer. Ja, ich tue hier mal ganz kurz mal ein bisschen auf die Gesundheit. Ob das dieses nette Gewehr ist, dass er hier so einen durchschlagenden Erfolg okay, macht? Ich nutze hier gerade eigentlich besonderes Gewehr. Ich tue mal wechseln. Ja, mit denen geht es ein bisschen besser. Wo das andere flächendeckender gearbeitet. Ja, ich habe jetzt doch mal noch aufs Schrotgewehr umgestellt. Das ist nämlich hervorragend geeignet für diese Späßchen. Obwohl ich mal gern flächendeckend arbeite. Ja, so. Das ist flächendeckend. So, das haben wir geschafft. Keine Sorge, bla bla bla. Schwächen Sie die äußere Verteidigung. Das heißt, wir müssen jetzt wieder... Achso, das sagst du mir jetzt. Das heißt, wir müssen jetzt wieder da... Kommen wir eigentlich da oben auch hin? Oh, falsches Knöpfchen, warte mal. Tja, du hast mich zwar auch umgehauen, aber so, das... Die müssen wir zwar nicht mehr befreien, aber mach's trotzdem. Kann nicht befreien. Gut, weil wir ja eh schon alle haben. Wir sind voll die Befreier. Jetzt heißt es, wir müssen die äußere Verteidigung Danke, ich hab schon was gefangen genommen. Kommen wir hier eigentlich auch hoch? Ja. Gut. Was haben wir denn hier? Irgendwas ist abgeschlossen. Ja. Belohnung annehmen. Ich wollte irgendetwas Belohnung Replikator installieren. Hier in meiner Bude wurde gerade neben mir ein Replikator installiert. Ich bin sehr glücklich darüber. Unsere BOs sind immer noch nicht da. Faules Säcke, ey. Die werden sofort degradiert, ey. Warte mal ganz kurz, kann man die nicht irgendwie... Kann man die nicht irgendwie her... Oh. Was hast du denn eigentlich für eine Waffe? Achso, Tetrion. Ja, aktuell nichts Besonderes. Also... Eine Tetrion. Ich habe die Mission ja noch nicht gemacht. Wie gesagt, ich mag ja eh dieses Spaltstrahlending, von daher passt das ja unglaublich ja, gut. Ne, das sind jetzt halt die Waffen, ich muss mal gucken, ob ich noch was anderes dabei habe. Oh, ich habe da noch ein MK6 dabei. Was bist du genau? Du bist eine Pulswellenwaffe, okay. Oh, das ist hervorragend geeignet für einen Nahkampf, also für mittleren... Also jetzt Pulswellenwaffen. Yep. Ja. Das ist sowas wie ein Schrotgewehr. Dann baue ich die mal ein. Also als Sekundäre macht die sich extrem gut. Ja, das ist jetzt Druckpistole hätte ich noch. Ne, ansonsten können wir das mal so lassen erstmal. So, da möchte doch einer sterben. Können wir gleich machen. Das ist die Shotgun. Vor allem mit diesem Nachladeeffekt, den sie mittlerweile reingebaut haben. Oh, das ist unangenehm, wenn der mich da festhält. Du, ich werde gleich sterben. Ja. Ich bin gestorben. Kannst du mal eben... Der hält aber ganz schön was aus, du. Ja, kannst du mal wieder herkommen? Wenn er sich mit dem Horter da gerade vergnügt.
Danke. Boah, jetzt hat's mich zerlegt. Echt jetzt? Wo spawnen wir da eigentlich wieder? Was, hab ich dich jetzt nicht wiederbelebt? Nee, nee. Fehlt noch. Ach komm jetzt. Okay. Okay, respawn. Zumindest haben wir Glück, wir müssen jetzt unsere BOs wieder haben, oder? Ja. Nee. Doch. Wo? Also, ich habe zwei da. Hä? Wo hast denn du zwei stehen? Hinter mir. Ich sehe da nichts. Ah nee, halt, wo bist denn du gespawnt? Ja, ich war jetzt gerade oben auf dem... Ich bin ganz anders gespawnt wie du. Wo bist du wieder gespawnt? Ja, wieder zurück zum Anfang. Wie zum Anfang? Ja, an deiner Wüstenanfang da hier. Ich versuche jetzt mal mich vorzuschleichen hier. Deswegen mein BO, jetzt hab ich gerade gedacht, das wärst du. Aber das war echt mein BO. Aber wie gesagt, ich bin ja wirklich ganz woanders. Was? Nausikanischer Captain der Wache. Das war letztes Mal, wo wir aufgenommen haben, schon genauso, ne? Ich bin gespawnt, viel weiter weg wie du. Yep. Ich meine, das hat ja auch noch. Also, dass ich dich wiederbelebe, kannst du lange warten. Ich muss mir erst zu dir sofort vorkämpfen. Ach komm jetzt. Wo bist du jetzt gespawnt? Na, ich bin sogar schon ein zweiter gespawnt. Da oben? Wieso bin ich am ganz anderen Ende gespawnt? Jetzt hab ich den Typen hier. Ja, warte, ich komm von der anderen Seite. Drei Level vor mir ist. Warte halt einen Augenblick. Hier, schießt ihn gerade voll schön in den Rücken. Du solltest halt immer diese Punkte freischalten. Das ist wichtig, wo du wieder... Ja, so weit war ich doch noch nicht. Außerdem war ich doch vorhin an der gleichen, obwohl du bist, glaube ich, einen Tick weitergelaufen wie ich und dadurch hast du diesen Punkt gehabt, aber so weit war ich noch nicht. Weil ich sollte dich ja unbedingt wiederbeleben. Okay. Ja, natürlich. Dann hättest du es nämlich auch gehabt. Ich habe dich doch wiederbelebt gehabt, du hast nicht geschafft, mich wiederzubeleben. Tja, da war ich wohl vorher schon so weit. Mhm, das meine ich. Jetzt müsste ich eigentlich gleich, wenn ich um die Kurve gehe, den Punkt haben. Möglich? Ne, noch meldet sich ja nichts. Alter, jetzt sind die genau hinter mir gespawnt, ey. Ja. So, wir sollten durch den Hof gehen können, das können wir natürlich machen. Warum geht denn eigentlich die Elisa auf Nahkampf? Weiß ich nicht. Ist das meine? Weiß ich nicht. Warte, ich tu mal meine umpositionieren. Oh, meine hat keine Waffe. Hoppala. Einfach mit dem Brotmesser reingeschickt. Das könnte natürlich das eine oder andere erklären. Warum sie so schnell stirbt. Mhm. Schon so ein bisschen. Ups. Ja, das ist natürlich wieder eine Profi-Arbeit, wie du siehst. Ja, ja, absolut. Also auf kurze Entfernung sind diese Shotguns echt heftig, ey. Die sind absolut gigantisch, vor allem der sekundäre Modus, wenn der im Kegel die Leute umhaut. Ist da oben irgendwas? Nee. So, und ich bin dann hier vorn gespawnt. Ja, ich am anderen Ende. Aber ich meine mich zu erinnern, das war schon letztes Mal das Problem. Ja, ja. Als du auch, also wo man das vor 12.000 Folgen oder so. Ja, ja, 12.000 Folgen. Zu ungefähr plus minus. Gehst du mal rein? Bin da. Da ist hier einer. Ach, da. Die wollten dir nämlich gerade in den Rücken springen. Und ich hab dich gerecht. Du hast mich gerecht. Genau, ich kann nämlich gut rechnen. Ach so. Das erklärt natürlich eine ganze Menge. Vor allem, warum es heute geregnet hat. Hä? Warum es geregnet hat? Ich habe aufgegessen, da bin ich mir fast sicher. Warum hat es bei euch geregnet? Ich hatte ja schönstes Wetter gehabt. Schon die ganze Woche regnet es bei uns. Alter, jetzt lass mich los, du Depp. Hat er hier eine Ferengi-Peitsche? Was? Orionische Einsatzleiter. Ja, ich glaube, das ist eine Ferengi-Peitsche, ja.
Der nervt ein bisschen. So, er ist dead. Vernichtet das Syndikat. Und es gibt Grabhox-Hose in der herzlichen Schranke auch. So, kämpfen wir oder gehen. Na, aber ja klar. Was? Vor allen Dingen die Shotgun. Die schießt oder die trifft auch Gegner, die hinter einem stehen, hinter dem stehen, ne? Mhm. Ja, das geht durch den. Yep. So, kontaktieren Sie Rosa Jones. Rosa Jones. Abgeschlossen. Melone Ost eigentlich. Oh, Plasmatorpedowerfer. Sehr schön, was? Aber wir haben ja eine Ausrüstung. Ja, stimmt. Ne, ich brauche Polycarbonat-Gewebe. Kannst du mal am besten auch mal gleich Unsterbliche. Akzeptieren. Das tue ich mir ganz kurz akzeptieren. Hier, ganz kurz mal hier ausstatten. Ich habe nämlich einen schlechteren Panzer. Wie, du hast keinen Mark 12 Zint? Du hast glaube ich hier die Tesseract-Dinger nicht abgeholt, ne? Hier auf der Map? Nee, nicht auf der Map, aber da gab es nämlich eins zwischendrin, ich weiß gar nicht, bei welchem das war. Da hast du ein Level angepasstes Kit bekommen. Ja, ich muss also, ja, ich weiß, was du meinst. Ich muss gerade mal gucken. Ich gehe da mal ganz kurz in mein Menü rein. Ein Dienstoffizier habe ich hier irgendwo her. Ich weiß nicht, wo der herkommt. Ach ja, diese Story-Episoden durchspielen, das habe ich fertig. Stimmt, das kann ich noch anfordern. Bei irgendwo war der nämlich dann drin. Und das hier kann ich noch anfordern. Muss ich mal reingucken. Arc completed. Huh. Data Recruitment Reward. Story Arc completed. Sie haben die Mission erhalten. 2,5 Millionen Credits. Was? Alter Verwalter! Ja, die Klingonen-Mission ist durchgespielt. Ach so. Du bekommst 2,5 Millionen Credits für das Ding. Stimmt. Oh, ich bin reich. Gib's her. Das waren jetzt die Credits, aber da hab ich jetzt die Kiste bekommen. Was ja, gab's 2,5 Millionen, ich krieg einen Vogel. Ich muss mal shoppen gehen. So. Aber. Das ist angefordert, das noch nicht. Ich weiß, dass ich irgendwann mal so ein Kit bekommen habe, aber das habe ich vor längerer Zeit schon geholt. Das ist schon wieder underleveled gewesen. Echt jetzt? Hm? Das tut mir dann aber auch richtig leid. Tja, passiert. Ich weiß. Wo bist du jetzt eigentlich hin? Bist du schon vorgelaufen? Bis eben stand ich noch vor dir. Eben als ich nämlich reingehen wollte, konnte ich nicht, weil du noch nicht so weit warst. Jetzt bin ich drinne. Ja, ich komme hier auch drinne. Ich kann nicht schießen. Ach, da hinten bist du. Ach, das ist die hier. Ach komm, hier, klopp. Türsteher aufs Maul. So, utz. Oh, Kaitjana. Nettes Fell. So, wo müssen wir jetzt hin? Hassan lokalisieren. Der ist doch irgendwo da hinten gewesen. Du weißt, du warst. Ja. Ich glaube, ich muss gleich diesen husten. Und hat's nicht gemutet. Ja, ich weiß, du kannst das natürlich jetzt einfach muten. Ja, ich kann jetzt einfach hart. Ne? So, dann kannst du es aber auch wieder laut machen, wenn du schon leise gemacht hast. Ich bin schon wieder da. Achso. Aber ich such grad, wo ist denn der Hassan? Da ist er. Ne, ist er das? Ne, ist ein anderer. Türsteher. Ja, du musst sprechen. Erst mit ein paar quatschen. Achso, also wir wissen ja, wo er sitzt, aber der war noch nicht aktivierbar, also nicht ansprechbar. Ja, nicht ansprechbar bin ich auch dann wieder. Ja, ja. Musst du wieder den Gag vom. Von der Testaufnahme wieder bringen. Fürs Team? Was? Welchen? Ich tu mal einen kurzen Trinken. Na toll. Ich wollte hier gerade fürs Team was aufsammeln. Für die Föderation! Oh, kotz. Mahlzeit. Ich kotz gleich wieder rein. So. Guck mal, ob man den jetzt. Ne, man kann immer noch nicht sprechen. Warte mal, ich geh mal zum grünen Punkt auf der Map. Das wäre, glaube ich, mal ratsam. Wenn ich wüsste. Warte mal kurz ein bisschen vergrößern hier. Ja, irgendwo stand. War da ein, mit dem du noch hier. Naja, ich hab hier einen. Den da, genau. Mit Jensen sprechen.
Was meinen Sie, ich bin Jensen, weiter. Ich bleib hier ständig bei den Leuten hängen. Ich bleib ständig an der Bar hängen, so im Kotzen, ey. Ja, an der Bar bleib ich auch manchmal kleben. Ich verkaufe, werden was sie tun. Los Bimos! Der Lunch der Blitzke. Der Lunch der Blitzke. So, wir wurden zur Arena geboomt. Der Hundemeister, kann er unsere Kämpfer anleinen? Aufs Maulopfer. Kann er unsere neuen Kämpfer anleinen? Zum Maulopfer. Machen wir mal so, machen wir mal so. Und machen wir mal so. Machen wir zufällig noch so. Und dann schießen wir mal. Das war eine einfache Fähigkeit hier. Taktische Initiative, okay. Ja, der ist down. Ja, da hinten hier draußen auch. Nausikan down. So, da war noch eine Katze. So. So, gerade eine Stelle. Wo bist du? Ich bin ganz weit weg. Bugattos stammen aus der subtropischen Savanne von Neural. Ob sie unsere Jäger zum Schwitzen bringen können? Fragezeichen. Bugatto. Arigato, Mugatto. Klingt schon japanisch. Mugatto. Harakiri. Ja, genau, frisst mich. Der frisst mich. Echt jetzt? Der will kuscheln. Und schön in die Flanke rein. Siehst du, da fallen sie doch gleich um. Bam. Bam, okay. Bam, bam. Ich könnte sagen, den sein Spann steht noch, aber ja. Dieses wilde Biest aus dem Randgebiet von Derawa 3. Schauen wir mal, ob es unsere Jäger in die Enge treiben kann. Ein Klassiker. Die sehen aber so aus wie die Viecher von Nimbus, ne? Ja, ja. Ja, die wurden da auch alle hingebracht. So, wie war das hier? Auf die Mitte darf man nicht laufen? Nee, aber wenn die Viecher drauf laufen, wäre das cool, weil dann sind sie mich gleich weg. Müssen wir schaffen, dass die Großen auch herlaufen hier. Obwohl die ja schnell sterben da hier. Also echt. Die sind ja pflegeleicht. Komm rüber, komm rüber. Was dumm ist nur, ich glaube, das Gefühl, die wissen, dass sie da nicht hinlaufen dürfen. Ich weiß, aber manchmal kannst du. Also entweder manchmal laufen sie schon drauf. Ah, jetzt. Komm, fast doch fast die Richtung gelaufen hier. Jetzt bist du tot. Du musst ja aufpassen, dass du selber aus dem mit reinläufst. Hm. Gegenstände in die Menge. Was gab's? Die nächste Welle, Welle 4 besiegen. Alter, das hat sich schon mal bewegt. Ja, das zuckt doch. Sie bei Froschschenkel. Der Ausgang dieses Kampfes ist beinahe auch zu sehen und ich präsentiere Ihnen die Crew der Snapdragons. Ja, ist aber bei Froschschenkeln so. Wenn du Froschschenkel salzt, zucken die noch. Aha. Hm. Mahlzeit. Ich weiß, der kann einen schnell schlecht werden. Für Nahkämpfer ist es echt scheiße, wenn sie sich nicht drüber getraut über das Ding. Mhm. Ja, der Große kriegt ganz schön was ab hier, du. Der zuckt nur noch. Wir haben es geschafft, oh, blaues Loot. Manchmal muss man eben Dinger eben selbst anpacken und jetzt sterben sie. So, erstmal blaues Loot holen. Gegenstände nehmen. Bedarf. Bedarf. Danke. Ich hab das Gewehr gekriegt. Ich hab die Fesseldruckpistole und das Schild gekriegt. Ach nee, ja, okay. Du hast beides blaue Loot bekommen. Ja. Und ich hab unwichtiges Loot bekommen. Das ist quasi so umgekehrt zum letzten Mal, ne? Ja, letzten Mal hast du auch alles gekriegt. Da hast du mich extra noch gefragt gehabt, ob ich immer auf Ablegen gehe. Nee, beim anderen, bei der anderen Aufnahme, beim in der anderen Aufnahme. Damals, ganz lang ist es her.
Das ist jetzt quasi die Rache oder die Revanche, das ist die Wiedergutmachung. Die Revanche, wo müssen wir uns eigentlich den Hassan gefangen nehmen? Das heißt, wir müssen uns eigentlich nur durchkämpfen. Ich schlag mich jetzt mal durch hier. Ich auch, ich desintegriere hier ein paar Stammgäste. Spawnen die eigentlich alle wieder oder kann man die ja wirklich alle bis zum letzten abknallen? Die kannst du ruhig alle weghauen. Ich meine, wenn du wissen, ob die wieder spawnen. Also sprich, ob man den Raum irgendwann mal leer kriegt. Dim. Ups. Ja, ich bin bei dir. Ja, ich glaube hier die. Weil der mich jetzt hier weggeschoben hat hier. Jetzt ja, ich hab's mitgekriegt, da wurde einer. So, Spon. Warte. Guck dir mal auf die Uhr, Mensch. Ja, ich weiß schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.